Moin Leute und herzlich willkommen zum Mortal Kombat 11. Heute geht es darum, dass wir ein Mirroring Match haben. Ich habe jetzt meinen Lieblingscharakter Kung Lao genommen. Eine kleine Vorgeschichte: Ich habe in einem Match krass verloren gegen diesen Typen, Steppenwolf. Und er hat plötzlich Kung Lao genommen und ich könnte nichts machen, als nur ihm beweisen, dass ich ein bisschen besser als Kung Lao spiele. Und das werden wir gleich sehen. Ein kleines Combo von mir. Ich bin übrigens in Rot angezogen. Ich wollte eigentlich den anderen Kostüm anziehen, aber ich wusste nicht, dass er fast den gleichen hat. Wäre dann noch lustiger. Oh, oh, oh. Na komm, spring nochmal und ich fange dich. Aha, das hast du aber verpasst. Round 2, fight! Der spielt eigentlich genauso wie ich. Hat ein paar andere Kombos, aber so sind wir uns schon echt ähnlich. Und ich muss aber auch sagen, dass seine Stufe, sein Niveau, ist gar nicht so schlecht. Vielleicht sieht das erstmal so aus, wir machen keine krasse Kombos, aber glaub mir, in dieser Position, in dieser Lage ist es echt extrem schwer. Da habe ich ihn gefangen. Zack. Und erste Runde gewonnen. Ich habe das erste Mal gar nicht gecheckt. Gar nicht gecheckt, dass einige Kombos, da musst du echt präzise sein, sonst klappt das nicht. Online auf jeden Fall gar nicht. Nochmal Crushing Blow. Zack. Das, was ihr zum Beispiel jetzt gesehen habt, das ist echt Glück. Wenn ihr alle Tasten auf einmal so drückt wie früher, in früheren Versionen von Mortal Kombat, hier geht es nicht. Du musst jede Taste genau im richtigen Zeitpunkt drücken, sonst klappt gar nichts. Und das ist ein Fehler von mir. Eigentlich wollte ich springen und dann von unten, also hochspringen und dann runter mit dem Tritt, genau wie jetzt. Aber hat leider nicht geklappt. Genau das wollte ich eigentlich. Aber gut. Ja, die Runde hast du. Ja. Final Round. Fight. Das wollte ich machen. Hat aber nie geklappt. Jetzt aber. Eigentlich Mortal Kombat, allgemein so Fightings, erinnern mich nach ein Schachspiel. Du musst die richtige Strategie haben, um deinen Gegner kaputt zu machen. Du musst warten, geduldig sein und dann hast du das. Schach und Matt. Die zweite Runde auch gewonnen. Round 1, fight. Oh. Er fängt gar nicht schlecht an, muss ich sagen. Okay, ich habe mich, glaube ich, ein wenig entspannt. Ja, wenn du einmal in die Ecke kommst, dann
kann so da gar nicht mehr rauskommen. Das ist schon ziemlich kompliziert. Ja, die Runde ist aus 1. Gut, jetzt wieder Konzentration. Ich weiß, ich schaffe das. Ja, und das ist der erste Beweis. Nail it. So schön. Gute Reaktion. Ja, solche Kombos wie er macht, das klappt leider nicht immer. Meistens ist man so aufgeregt. Und wenn man als Anfänger spielt, dann kriegst du kaum Kombos hin. Jetzt aufpassen, jetzt ein bisschen zurückgehen. Zack, hast du einmal. Und, oh, war das schön. War das schön. Da habe ich dich. Das war knapp. Das war echt knapp. Final Round. Fight. Wichtig in dem Spiel ist immer dieser Jab oder dieser kleine Fußtritt. Unten, wenn du das schaffst, dann meistens kannst du einen Gegner in die Luft, in diese Jonglage, was er bei mir jetzt gemacht hat, einschleudern, sage ich mal. Deswegen schlagen wir uns immer wieder so unten auf die Füße. Siehst du? Nochmal, ja. Weil genau nachdem meistens kannst du ein Combo oder einen Wurf ausführen. Okay, klappt das? Jo. Immer wieder. Ah, falscher Move, falscher Move. Das wird jetzt richtig gefährlich. Haha, habe ich dich nochmal. Und jetzt schnellen Schlag. Yo, hat geklappt. Eine kleine Strafe, was denkt ihr? Ich glaube, das würde nicht schaden. Sonst entkommt er mir. Okay, Leute, das war ein kleiner Mirroring-Spiel. Solche mag ich immer mehr und werde auch mit Sub-Zero, Spawn und so weiter. Das werdet ihr in der Zukunft sehen. Gefällt euch dieses Video, gefällt euch diese Idee, dann lasst einfach bitte einen Kommentar, ein Like und ich würde mich darauf freuen. Danke, ciao.